Im ersten Kapitel schauen wir uns insbesondere erstmal eine Schnelldefinition des Kernproblems des Information Retrievals an und dann einige Beispiele, bevor wir uns der Terminologie, die dem Information Retrieval zugrunde liegt, widmen. Information Retrieval in a nutshell, in einer Nussschale. Was ist Information Retrieval? Erstens, wir haben irgendeine vage Anfrage. Die Anfrage ist vielleicht nicht so super vage, aber man kann sicherlich verschiedene Dinge darunter verstehen. Und auf der anderen Seite haben wir unendlich viele Dokumente in Anführungszeichen. Es sind nicht unendlich viele, aber es sind Milliarden von Dokumenten, die vornehmlich im Web zu finden sind oder im Internet. Aber selbst wenn Sie nur eine Bibliothek aufsuchen, in der bedeutend weniger Dokumente und Bücher zu finden sind, wird man auch schon vor dem Problem stehen, dass man eine Idee davon haben muss, wie man die Frage, die man in der Bibliothek beantworten möchte, leicht beantworten kann. Wie kommt man schnell zu den richtigen Büchern oder zu dem richtigen Buch? Wir haben also eine vage Anfrage und Milliarden von Dokumenten und aus diesen Milliarden von Dokumenten gibt es nur sehr, sehr wenige, die tatsächlich unsere Frage beantworten. Wir haben also das, was man im Machine Learning eine hohe Klassenimbalanz nennt. Das heißt, wir wissen nicht genau, welche Dokumente sind relevant für unsere Anfrage und es gibt nur sehr wenige davon. Und die Aufgabe, die uns jetzt gestellt ist, ist, das relevante Dokument, das beste Dokument, das am besten die Frage vollständig beantwortet, auf Knopfdruck aus den Milliarden Dokumenten hervorzuholen. Das ist das, was Google jeden Tag macht für Sie oder für uns alle. Und im Normalfall ist es so, dass wir, wenn wir eine Suchmaschine wie Google benutzen, mehr oder weniger gezwungen waren, heute ist das vielleicht nicht mehr so, aber bis vor kurzem war es noch so, mehr oder weniger gezwungen waren, unsere Anfrage noch etwas vager zu machen. Anstatt sie komplett auszuformulieren, auch weil es schneller geht, auch auf solchen Geräten geht es halt schneller, wenn man einfach nur ein paar Stichworte schreibt, anstatt die Frage komplett ausschreibt. Das ist einfach convenient und man gewöhnt sich schnell daran, dass es ja vielleicht auch ausreicht, einfach nur drei Wörter zu schreiben, Computer und Intelligence und Test, vielleicht in welcher Reihenfolge auch immer, um das beste Dokument zu finden. Und interessanterweise schafft Google das tatsächlich in sehr vielen Fällen. Google oder andere Suchmaschinen. Ich will dir keine Google-Werbung machen, aber da Google 90% des Marktes innehat, werden Sie entschuldigen, wenn Google häufiger ein Beispiel ist. Das, was mich daran beeindruckt, ist, dass diese drei Wörter reichen, um das Dokument zu finden. Wir können es auch probieren, Sie können es jederzeit probieren, das ist alles kein Problem. Das funktioniert immer und überall. Nein, danke. Und schon haben wir den Turing-Test schon wieder gefunden. Und zack, auf Knopfdruck. Kann natürlich sein, dass es gecached war, aber ich bezweifle mal, dass ich so einen großen Einfluss habe. Was mich beeindruckt daran ist, dass das reicht und man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, dass das für sehr viele Menschen einfach so reicht, dass man komplexe Anfragen auf wenige, vielleicht zwei, drei Schlüsselwörter runterbrechen kann und man bekommt auf Knopfdruck einfach die passenden Dokumente. Das ist überraschend. Warum sollte das so sein? Aber die Art und Weise, wie Informationen in Dokumenten strukturiert ist, scheint es leicht zu machen oder gefühlt leicht, sobald man ein funktionierendes System sieht, dass man Informationen sucht. Für uns eine Allerweltsding, Sie sind damit aufgewachsen im Endeffekt, ich noch nicht so richtig, beziehungsweise ich bin mit dem Entstehen des Internets aufgewachsen und habe die Entwicklung von Suchmaschinen miterlebt und verfolgt. Und auch das Besserwerden, als damals Google um die Ecke gekommen ist, war es ein Aha-Erlebnis, kann ich direkt sagen, im Vergleich zu dem, was man vorher gewohnt war an Suchergebnissen. Aber nichtsdestotrotz, dieser Tage können Sie die Frage auch vollständig eingeben und kriegen trotzdem eine vernünftige Suchanfrage. Und das Problem, was Google jetzt oder andere Suchmaschinen jetzt einfach haben, ist aus dieser vagen Anfrage, und das ist
noch vager als was immer man im Kopf hat, wobei auch das hier nicht notwendigerweise die bestmögliche Anfrage ist. Ein Verständnis für das, was sie eigentlich wollen, zu entwickeln. Das heißt, die Maschine, die irgendwie diese Dokumente liefert, muss sie verstehen. Weil sonst liefert sie die falschen Dokumente. Wenn Sie aus Sicht der Suchmaschine, Sie sind jetzt die Suchmaschine, nur diese drei Wörter bekommen, welche Interpretationen wären denn hier noch okay? Wie könnten Sie die Anfrage noch interpretieren? Was könnte der Suchende, der diese drei Wörter eingibt, oder die Suchende, denn noch gemeint haben? Ein Intelligenztest, den man online einfach für sich selbst macht. Genau, richtig. Das ist eine offensichtliche, naheliegende Interpretation. Und mit diesen drei Wörtern wird man das relativ selten finden, ne? Man müsste noch ein bisschen was hinzufügen, vielleicht ein bisschen umstellen und einen Artikel mit hinzufügen, dann kann man die Suchergebnisse auch sehr leicht in die Richtung verändern. Das heißt, die Reihenfolge, in der die Wörter eingegeben werden, spielt dieser Tage auch eine Rolle. Wie gesagt, ich finde es sehr beeindruckend, dass das geht. Was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen uns nicht nur den Standardfall anschauen, sondern generell ein paar Beispiele für Retrieval-Probleme, denn Google ist nicht alles. Nicht alles, was Google macht oder was man landläufig kennt, ist alles, was im Information Retrieval eine Rolle spielt. Die Möglichkeiten zu retrieven sind bedeutend umfangreich. Jetzt kommen Sie. Die Aufgabe ist, alles, was möglich ist, über das Information Retrieval zu lernen. Was tun Sie als erstes? Wenn Ihnen jemand diese Aufgabe stellt, Sie sitzen zu Hause am Computer. Dieser Tage gehen Sie zu ChatGPT? Nein. Sie sollen eine Suchmaschine verwenden, klar. Aber was machen Sie jetzt? Was tippen Sie ein? Ja. Also ich würde Information Guter Gedanke. So, haben wir gemacht. Ist jetzt schlecht zu lesen, deswegen zoome ich ein bisschen ran. Ja, wunderbar. So, gucken wir uns erstmal Google an. Was hat denn Google so geliefert? So, wunderbar. Können Sie lesen. Super. Erzählen Sie mir was zu den Suchergebnissen. Sind die gut? Sind die schlecht? Hilft Ihnen das? So, und nur von drauf gucken, was Sie hier so lesen können. Wären Sie mit diesem Suchergebnis zufrieden, wie es Google damals geliefert hat, als dieser Screenshot entstanden ist? Ja? Ich glaube, ich habe es nicht ganz verstanden. Also, Sie hätten Also, Wikipedia nicht als erstes erwartet. nee, das erste ist Wikipedia, habe ich erwartet, Ja, okay, das haben Sie erwartet. Alles klar, gut. Ja. aber außerhalb der ersten Element, also außerhalb der ersten Artikel, sind alle so, also quasi, also ich habe nicht erwartet, dass die einen so Online-Kurs mir geben. Ja, okay, alles klar. Sie machen das hier da an einem Stanford Link fest. Genau, Ja, genau. Was fällt auf in dem Zusammenhang? Wenn Sie sich nur die Links anschauen. scheint so, als ob die Suchergebnisse alle die gleichen werden und halt nochmal andere abschicken. Genau. Ist alles dasselbe hier. Das ist das Buch, das ich habe ich ja eben auch verlinkt, das ne, Introduction to Information Retrieval. Ich kann es nur empfehlen. Es ist vielleicht gerechtfertigt, dass es oben ist, aber da kommt es nochmal und hier kommt es nochmal und hier nochmal. Und wenn man ehrlich ist, dieser Kurs ist über das Buch. Also, bisschen redundant. Was würden Sie sich stattdessen wünschen? Ein paar andere Quellen Ja, dabei hat. Diversität.
Und das liefert Google, hat Google, und das ist ein organisches Retrieval-Ergebnis, so habe ich das erhalten, 2017 war es, glaube ich, hat es so geliefert. Und 2017 war Google schon nicht schlecht. Kann natürlich sein, dass Stanford viel Suchmaschinenoptimierung betrieben hat, aber oder dass nicht so viele Leute nach Information Retrieval suchen, wer weiß. Aber ja. Schauen wir uns mal Bing im Vergleich an. Gleicher Zeitraum, aber sehen sich jetzt auch weitere Ergebnisse. Was passiert hier? Ja. Ja, es gibt andere Quellen. Okay, da Bing ist schon mal vielleicht ein bisschen hilfreicher, aber auch hier fällt etwas auf. Ich kann sogar sagen, Bing macht hat ein ähnliches Problem wie Google. Schauen Sie nochmal auf die Links. Die ersten beiden sind ja gleich, mehr oder weniger, im Vergleich zu Google. Ja, genau. Dreimal Stanford-Link, aber es gibt noch ein weiteres Fundstück, das man hier sehen kann, ist hier das dritte, vierte und dieses Ergebnis hier sind alles Begriffsdefinitionsseiten, also Dictionaries. Also genauso wenig hilfreich. Ist nett, wenn man erstmal eine Definitionsseite bekommt, aber einmal hat er auch gereicht. Das kann man hier an den Suchergebnissen gut sehen. Vielleicht noch eine andere Beobachtung hier, dass Google liefert 15 Millionen Suchergebnisse oder schätzt 15 Millionen Suchergebnisse und Bing 67 Millionen. Was denn jetzt besser? Ja? Genau, weder noch ist das hilfreich. Ich will keine 67 Millionen lesen, dann wird auch keine 15 Millionen lesen. Das ist ja der Grund, warum wir eine Suchmaschine verwenden. Die besten Dokumente sollen oben stehen und wir haben nicht so viel Zeit. Wir haben wahrscheinlich nicht mal die Zeit, mehr als eine Handvoll Dokumente uns anzuschauen. Wenn man die Zahlen vergleicht, Google hat anscheinend weniger indiziert, Bing ist irgendwie besser, weil es eine größere Zahl liefert, aber größere Zahlen heißt nicht besser, heißt nur vielleicht schlechter gefiltert, denn das Web ist auch voller Müll und Werbung und was nicht alles, was Dinge, die man sowieso nicht sehen möchte. Und in dem Zusammenhang haben die Suchmaschinen dieser Tage auch aufgehört, diese Zahlen überhaupt zu berichten, weil sie am Ende eh nur irreführen. Und von den Ergebnissen, die tatsächlich durchgehen kann, kriegt man ja für jede Anfrage eh nur die ersten 1000, bestenfalls, wenn man wirklich sehr tief in die Suchergebnisse reingeht. Und genau, was wollte ich noch sagen? Wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen dafür sorgen, dass weniger Suchergebnisse für eine ähnliche bis nahezu gleiche Suchanfrage kommen, was müssten Sie tun? Wie können Sie dafür sorgen, dass nicht auch Suchergebnisse dabei sind, die weniger relevant sind? Ja.
Was mit, also das heißt Anführungszeichen drum umsetzen. Also ich meine, das wäre Suchmaschinenseite. Nein, nein, Entschuldigung, ich habe, was könnten Sie als Nutzer tun? Jetzt habe ich das gerade gesagt, Anführungszeichen drum umsetzen. Ne? Kannten Sie das, dass das geht? Wissen Sie, dass das geht? Ja, okay. Informatiker sind näher dran. Es wird Sie vielleicht überraschen zu hören, dass von allen Leuten, die Suchmaschinen benutzen, nur etwa 1% der Personen tatsächlich weiß, dass man nicht mehr als nur solche Wörter eingeben kann. Das heißt, wenn Sie eine Suchmaschine bauen für Leute, die nicht oder denen Sie nicht beibringen, was die Suchmaschine über das einfache Wörter eingeben noch so alles kann, dann werden Sie es nicht wissen. Ganz simpel. Man wird da einfach sitzen vor der Suchbox und Wörter eingeben und erwarten, dass die Suchmaschine funktioniert. Das heißt, die Suchmaschine muss sie verstehen, auch wenn sie die speziellen Mechanismen nicht verwenden. Natürlich, Profis wenden alle Werkzeuge an, die zur Verfügung stehen, benutzen alle Suchmaschinen, die zur Verfügung stehen, um die Probleme zu lösen. Das ist klar. Hier nochmal hervorgekehrt, was da das Problem ist und hier natürlich auch nochmal, wie angekündigt, die Details dazu. Zweites Retrieval-Problem. Was machen Sie jetzt? Sie sollen einen ganzen Urlaubstrip planen. Von San Francisco nach Paris. Klingt gut. Machen wir. So. Gehen wir mal ran. Kann ich hier direkt zoomen? Nein. So. Jetzt sehen wir hier bei... Na. Ne? Warum zoomt es jetzt nicht raus? So, tut's. Alles klar. So, jetzt sehen wir hier bei Bing nochmal Flug von SF nach Paris. Das ist... Ich hatte keine Lust, den ganzen Namen hinzuschreiben. Und einerseits bekomme ich Werbung von Bing, andererseits bekomme ich dieses komische Ding hier. Das ist eine sogenannte One-Box. Da versucht Bing, mich schon zu einer Partnerseite direkt weiterzuleiten, wo ich schon direkt die Flugdaten eingeben kann. Allerdings wurde ich falsch interpretiert. Ziel richtig, aber Ausgangspunkt nicht ganz richtig, SF. Vielleicht hätte ich den Flughafencode von San Francisco SFO eingeben sollen, dann wäre es korrekt gewesen, aber nun ja, es wurde auf jeden Fall falsch interpretiert. Und Hotelsuche, auch eine gute Idee. Dann suche ich doch mal bei Ecosia nach Paris Hilton und klappt nicht. Vielleicht hätte ich nach Hilton Paris suchen sollen. Da sehen Sie schon das nächste Problem. Des Verstehens von Suchanfragen. Die Leute verwenden irgendeinen Kurzsprech und es muss klappen. Das heißt, sie dürfen nicht davon ausgehen, als EntwicklerInnen einer Suchmaschine, dass die Fachbegriffe, die in den Dokumenten stehen, die sie indizieren, auch tatsächlich alle verwendet werden. Es gibt umgangssprachliche Begriffe, die verwendet werden und die werden dann auch tatsächlich von den Leuten eingetippt. Und über Groß- und Kleinschreibung brauchen wir gar nicht reden. Das andere ist, Suchanfragen sind ambig, das bedeutet, haben mehrere Interpretationen. Wenn man jetzt nach einem Hotel in Paris sucht, ist es nicht zwangsläufig, dass man das als erstes eingibt. Das habe ich jetzt natürlich ein bisschen konstruiert, das gebe ich zu. Aber nichtsdestotrotz, es gibt ein Hilton Hotel in Paris und wenn man es auf diese Weise sucht, wird man es wahrscheinlich nicht so leicht finden. Man muss sich etwas mehr Mühe geben oder die Suchanfrage anders formulieren. Und die meisten Leute suchen halt nach Paris Hilton. Deswegen liefert die Suchmaschine die Informationen über den Celebrity. Nächstes Problem. Können Kängurus höher als das Empire State Building springen? Ich decke es mal direkt auf. Wir suchen nach Fakten. Und hier... Da ist die Frage, wie hoch können Kängurus überhaupt springen? Und jetzt sehen wir hier wieder eine Antwort von Google. Ich suche mal ein bisschen rein. So. Was fällt auf?
Wie viel sind 30 Fuß? Weiß das jemand? Das sind 9 Meter. Fällt jemand was auf? Genau. Kängurus können keine 9 Meter hoch springen. Sie können sehr hoch springen. 2 Meter. Aber keine 9. Und der Punkt hier ist, dass hier ein Suchergebnis gehighlightet wurde. Man nennt das Featured Snippet. Damit hat Google angefangen, noch lange bevor es generative Sprachmodelle gab oder bevor sie überhaupt funktionierten vernünftig. Und weil sie halt dachten, beziehungsweise weil erkannt wurde, dass viele Menschen, die Suchmaschinen benutzen, diese Snippets hier, diese Kurzzusammenfassungen, die abhängig von der Anfrage erzeugt werden aus dem Dokument, ausschließlich verwenden, um ihre Fragen zu beantworten. Es gibt Suchanfragen, da steht die Antwort schon hier drin. Und da muss man ja gar nicht mehr auf die Webseite gehen. Also das haben einige Suchende gemacht. Die Leute, die Engineers bei Google waren überrascht davon, dass bei bestimmten Suchanfragen keine Interaktion mehr stattfindet, keine Klicks. Und die Antwort war, dass hier schon die Antwort stand oder da ist halt. Und wenn man das erkennt, dann liegt es ja nahe zu sagen, na dann versuche ich halt die bestmögliche Antwort unter den Kurzantworten, die hier aus den Webseiten generiert wird, zu generieren und stelle sie etwas prominenter dar. Und das haben sie dann angefangen für verschiedene Suchanfragen. Und es gibt da eine ganze Reihe von Google-Fails, wo die Interpretation der Suchanfrage entweder falsch war oder wo falsche Informationen nach oben gestellt wurden. Kängurus können nicht so hoch springen. Und hier wird es halt behauptet, was hier gemeint ist tatsächlich, ist 30 Fuß weit. Aber das steht da halt nicht. Und vielleicht hätte man sich auf die Quelle YouTube nicht unbedingt verlassen soll. Das heißt, man benötigt die Informationen, die man hier bekommt, um einzuschätzen, ob was gut ist. Aber Google stellt das halt so dar, als wäre es die Wahrheit. Und das erzeugt das ist ein Schnittstellenproblem. Wie gehen Menschen mit den Suchergebnissen, die man ihnen zeigt, um? Wenn man sagt, das hier steht zuoberst und ist am relevantesten und stellt das auch noch so heraus, dann wirkt das wie wahr, als hätte es jemand geprüft. Hat aber keiner geprüft. Google zieht sich auch immer darauf zurück, wir geben nur Relevantes, nicht Wahres. Selbst auf der Wikipedia heißt es, also von den Machern von Wikipedia, es muss etwas verifizierbar sein, eine Aussage muss verifizierbar sein, sie muss nicht wahr sein, um in Wikipedia zu stehen. Das heißt, ein Zitat ist entscheidend. Und klar, man kann diese Aussage jetzt hier zitieren, aber Sie als Konsumenten der Informationen oder die Suchenden sind damit alleingelassen zu interpretieren, ob diese Aussage tatsächlich plausibel ist oder nicht. Und das gilt für jedes andere Informationssystem, inklusive ChatGPT natürlich auch. Nichtsdestotrotz, die Frage ist ja, können Kängurus höher als das Empire State Building springen? Wie hoch ist das Empire State Building? Da gibt es jetzt ein anderes schönes System, das ist mehr so ein mathematisches System, das auch Faktenretrieval erlaubt. Höhe des Empire State Buildings in Fuß, 1250 Fuß. Ihre Antwort also? 5. Nein? Wer sagt nein? Wer sagt ja? Okay, gut. Ich habe die Frage auch so gestellt, als könnte ja die richtige Antwort sein, ist aber auch nicht, sorry. Es gibt eine dritte Antwort. Und wir können ja einfach auch mal die Frage als Ganzes ansehen. Also hier ist das, Entschuldigung, hier habe ich nochmal etwas jüngeren Datum, hier 2016, die Frage eingegeben. Da hat Google das korrigiert mittlerweile und auch eine bessere Quelle dafür gefunden. Sehr schön. Aber man kann die Frage auch mal als Ganzes eingeben. Das habe ich jetzt nicht mal bei DuckDuckGo gemacht. Ups, Entschuldigung. Na, muss ich wieder rauszoomen. Das habe ich jetzt hier mal bei DuckDuckGo gemacht. Und naja, was sehen wir hier? In dem Snippet, The Empire State Building Can't Jump. Auch das ist im Sinne der Ambiguität der Frage für diesen netten kleinen Witz auch relevant für Suchmaschinen.
Aber man kann die Frage auch mal als Ganzes eingeben und dafür sind Suchmaschinen dieser Tage insbesondere auch gut geeignet, zumindest die moderneren Suchmaschinen. Genau. Google hat hier noch eine ganze Reihe von weiteren Fails, das ist ganz witzig, können Sie hier mal draufklicken auf den Link, da haben wir mal ein bisschen was gesammelt und how many legs does a fish have? 4 natürlich, ist ja klar. Ne? Also, man findet zu allem möglichen, in Anführungszeichen, Bullshit auch Informationen im Internet, die das belegen möchte oder natürlich fiktionale Inhalte. Es gibt ja viele Geschichten im Internet, Fanfiction ist ganz vorne zu nennen und die werden natürlich auch gefunden und für relevant befunden für bestimmte Suchanfragen. Also, und es gibt natürlich auch, wenn man jetzt ein bisschen in die Missinformation und Disinformationsrichtung schaut, jede Menge Leute, die Dinge ins Web schreiben, von denen sie möchten, dass sie für wahr befunden werden. Nächstes Problem. Do I really need to read all so many search results to solve these problems? Also ich sage mal, bis jetzt mussten wir immer noch die ganzen Suchergebnisse durchgehen, teils zwei Suchmaschinen anfragen, um überhaupt irgendwas herauszufinden und nervt ja alles irgendwie. Ne? Und die Antwort ist jetzt dieser Tage neuerdings klar, nein, kann ich mir auch sparen. Die Featured Snippets haben ein bisschen in die Richtung gezeigt, die Leute wollen ja gar nicht suchen. Macht ja keinen Spaß, ist ja anstrengend, hunderte Dokumente durchzugehen, bis man endlich mal was Sinnvolles gefunden hat unter dem ganzen Werbezeug und suchmaschinenoptimierten Kram, insbesondere wenn man Produktsuchen macht und ähnliches. Wäre doch schön, wenn ich einfach eintippen könnte, was ich will und kriege den Text, der am besten mit Belegen das liefert, was ich möchte. Und das durch den Durchbruch von ChatGPT, was Sprachmodelle anbelangt und was die Generierung von Texten anbelangt, schien das plötzlich greifbar nahe und Bing als Vorreiter oder YouCom auch als Vorreiter haben hier die ersten Systeme entwickelt, die das tatsächlich umgesetzt haben. Also das heißt, wenn ich hier nochmal meine komplexe Anfrage von vorhin eintippe, die etwas mehr Planung berücksichtigt und auch dafür ist ChatGPT zum Planen ja durchaus geeignet, Plan Trip from SF to Paris, werde ich nicht nur richtig verstanden, sondern es wird mir auch etwas vorgeschlagen. Sie müssen das jetzt nicht alles lesen hier, aber wenn man sich das genauer durchliest, wird man feststellen, dass das hier bedeutend oberflächlicher ist als das. Und ich sag mal, wenn Sie nur anhand dieser Antwort jetzt Ihre Reise planen müssen, dann wäre das immer noch nicht genug. Sie bräuchten mehr. Und das ist sicherlich auch eine der Hürden, die diese Systeme noch nehmen müssen, uns nicht nur das Gefühl zu vermitteln, dass mit diesen drei Referenzen schon irgendwie alles abgedeckt ist, was man wissen muss zu dem Thema, sondern dass man wirklich das Gefühl hat, dass da das Suchsystem zusammen mit der KI, die da im Hintergrund steht, tatsächlich in irgendeiner Weise für uns die Recherchearbeit, die wir sonst mühsam gemacht hätten, übernommen und zur Zufriedenheit erfüllt hat. Unabhängig davon, man müsste sich jetzt hier auch erstmal ausdenken, welches von beiden ist, wenn ich jetzt zwischen beiden Ergebnissen und nehmen wir mal den Anbieter weg, sondern einfach nur das Ergebnis, die Wahl hätte, welches würde ich denn bevorzugen? Wahrscheinlich auch ein bisschen das auf der rechten Seite, weil es etwas ausführlicher ist, aber im Endeffekt kommt drauf an. Und das ist auch wieder nutzerabhängig, die Evaluierung von solchen Systemen, was die Güte anbelangt, anders als bei den klassischen Suchsystemen, nämlich beim Ranking, ist deutlich schwieriger und noch Forschungsgegenstand, auch bei uns. Steht hier auch alles nochmal etwas ausführlicher. In dem Zusammenhang, was sind die heutigen Nachrichten, was tun Sie? Das ist die Aufgabe, finden Sie das mal raus, was machen Sie? Gut, ja. Ich habe einen anderen Anbieter genommen, aber ist auch nicht falsch. Steht auch auf den Bemerkungsfolien, dass man im Prinzip direkt zu seinem Nachrichtenportal, zu seinem bevorzugten Nachrichtenportal gehen kann. Und das machen auch viele. Es gibt sogenannte Nachrichtenaggregatoren, hier Google News. Aber ich habe auch mal Spaß, jetzt gestern, ganz aktuell, weil es gerade gut passte, das Ganze bei ChatGPT eingegeben und ChatGPT hat sich tatsächlich die Mühe gemacht, für mich zu suchen. Ich fand es ganz witzig
Und wenn man sich jetzt den Kontrast hier anschaut zwischen dem, was gestern auf Google News stand auf der Startseite und dem, was bei ChatGPT rausgekommen ist, spannend. Ich würde jetzt ChatGPT nicht sonderlich viel Kapazität zuweisen oder Möglichkeiten zuweisen, mich wirklich gut zu informieren, was aktuelle Themen anbelangt. Auch noch eine Grenze. Und da in dem Zusammenhang, ich möchte nicht nur zeigen, wie die Suchmaschinensysteme alle schlecht sind. Wenn es darum geht, die sind nicht schlecht. Sie helfen uns tagtäglich und sind absolut entscheidend für die Wirtschaft. Also ohne diese Systeme würden wir alle ziemlich dumm dastehen. Aber natürlich aus Forschungssicht, hier ist noch viel zu machen. Und insbesondere bei solchen Anfragen. Das ist das zu ChatGPT, aber bei Google News fällt noch auf, dass hier die Snippets fehlen. Anders als bei den klassischen Suchseiten, wie Sie sie eben gesehen haben. Blick, zeigen wir nochmal. Hier, ne, da sehen Sie ja die Snippets überall. Kleine Ausschnitte aus den Webseiten. Hat die Suchmaschine nicht selber geschrieben, sondern einfach da rausgezogen. Passend zur Query. Fehlen hier komplett bei Nachrichten. Und das liegt daran, dass 2017 oder in den Jahren vorher die Publisher, also die Nachrichtenverlage, sehr viel Lobbyarbeit betrieben haben, um ein Gesetz durchzubringen, das es Google untersagt, im Endeffekt von Nachrichtenseiten Texte zu extrahieren und sie wieder darzustellen. Weil auf die Art und Weise, wie Nachrichten geschrieben sind, am Anfang steht eine Kurzzusammenfassung und dann wird es immer detaillierter, erlaubte das halt letztendlich den Suchenden, also insbesondere den Nutzenden von News-Aggregatoren, gar nicht mehr die Nachrichtenseiten anzuklicken. Und das hat natürlich das werbefinanzierte Modell der Nachrichtenseiten kaputt gemacht. Generell, wenn Suchmaschinen oder auch ChatGPT dazu führt, dass keiner mehr auf die Webseiten klickt, wie verdienen die ihr Geld? Wird interessant. Also es bleibt interessant. Und hier diese ganze Copyright-Geschichte, das hier ist das sogenannte Leistungsschutzrecht, was da durchgesetzt wurde. Gerade was jetzt KI und Sprachmodelltraining anbelangt, ist noch die Frage noch nicht geklärt, wie es da mit dem Urheberrecht aussieht. Und was in Zukunft da passieren muss. Und es ist auch gar nicht klar, was passieren sollte, muss man ganz ehrlicherweise sagen, weil diese Technologien werden schon sehr relevant sein für uns alle, die KI-Technologien. Wir haben auch selbst zu dem Thema geforscht und das Interessante ist jetzt halt, dass insbesondere hier, diese Texte sind nicht von den Webseiten extrahiert, die hier zitiert werden, sondern die sind neu generiert. Eine neu generierte Zusammenfassung, also originaler Text. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob das ein Weg ist, das zu umgehen. Das haben selbst wir auch mal vorgeschlagen, damals in einem Papier, das ist ja auch verlinkt, können Sie sich angucken, aber da waren die Sprachmodelle noch nicht so weit. Nur mir, selbst mit so einer Schulter zu rufen. So, Building a Fence. Wir wollen einen Zaun bauen. Die Nachbarn draußen bleiben. Was machen wir? Einen Baumarkt suchen. Einen Baumarkt suchen ist eine Möglichkeit, ja, das stimmt. Aber da wissen Sie ja schon, wie es geht. Wenn Sie wissen wollen, wie es geht. Was muss ich tun? Ja. Jawohl. Sehr gut. YouTube haben wir rechts. Wir suchen uns Tutorial-Videos. Multimedia-Suche ist ein ganz großes Thema natürlich und man muss die richtige Suchmaschine für das richtige Problem verwenden. Das habe ich nur am Rande eingestreut, unsere eigene Suchmaschine. Das ist auch, wenn Sie Evaluierung und Track-basierte Evaluierung, also von dieser Konferenz, die ich am Anfang erwähnt habe, dann ist das ein häufiges Thema, How to Build a Fence, witzigerweise. Genau. Wenn Sie ein Essay schreiben sollen über Videoüberwachung, was kommt jetzt? Keine Sorge, es werden keine Hausaufgaben. Ich denke, wo sich informieren über Überwachung. Ja. Ja, genau. Sehr gut. Problem, was dabei auf Sie zukommt, ist na, ganz ähnlich wie eben beim Information Retrieval. Man wird erstmal Video Surveillance eingeben und mal schauen, was kommt. Klar, es kommt das übliche Wikipedia-Ergebnis. Hier so eine Kategorieartikel ist schon mal ein Start. Aber wenn Sie sich die restlichen Ergebnisse anschauen, werden Sie hauptsächlich
Werbung für Videoüberwachungstechnologien sehen oder Nachrichten darüber. Und das hilft jetzt natürlich nicht ungemein weiter, wenn man sich mit dem Pro und Cons auseinandersetzen soll. Deswegen stellt sich die Frage, wie kann man nach Argumenten suchen? Und das ist auch ein aktuelles Forschungsproblem, das wir unter anderem in der Gruppe auch betrachten, die Argumentationssuche. Und wir haben da einen kleinen Prototypen gebaut, der heißt args.me, können Sie auch online sehen. Und da kann man tatsächlich sich Meinungen gegenüberstellen lassen. Wichtig in dem Zusammenhang, und das ist auch bei Suchmaschinen ein ganz großes Thema, dass die Fairness des Rankings. Welche Meinung sollte hier zu oberst vertreten sein? Die Pro-Meinung, die Con-Meinung, das Dokument, das eher dafür ist, wo die Personen, die da argumentieren, also wenn das jetzt hier keine Werbung oder etwas Ähnliches wäre, sondern wenn das ein Dokument ist, das sich kritisch mit dem Thema auseinandersetzt, sollte man eher die Dokumente hochranken, die dafür sind? Sollte man eher die Dokumente hochranken, die dagegen sind? Sollte man eine bunte Mischung haben? Woran sollte sich die Mischung orientieren? Man hat immer das Problem, dass ein Dokument über dem anderen steht und die Leute eher oben klicken als unten. Das heißt, welches Dokument auch immer zu Anfang steht, wirkt autoritativer auf die Nutzenden. Und ja, also viele Fairness-Probleme beim Ranking. Und weiter. Das haben Sie bestimmt schon mal gemacht dieser Tage. Man kann auch nach Beispielen suchen, nach Bildern zum Beispiel, Google Lens oder anderen Verfahren, Google Bildersuche. Wenn das mein Beispielbild ist, finde ich bei der Google Bildersuche das. Einerseits, dass es sich um, also New York City wurde nicht von mir da oben eingegeben, sondern es wurde automatisch hinzugefügt. Und ich habe nur das Bild eingegeben. Es wurde direkt identifiziert, wo es herkommt, gegebenenfalls sogar die Quelle des Bildes herauskommen. Ich glaube, das habe ich aus Wikipedia oder irgendwoher. Und verwandte Bilder und vielleicht noch mehr Informationen dazu, passenderweise. Also man kann nach Beispielen suchen, das geht auch noch weiter. Wenn mein ganzer Text ein Beispiel ist, hier der Artikel, das heißt, ich suche nach allem, was ungefähr so ist wie das hier. Oder vielleicht, was Texte daraus wiederverwendet. Es gibt eine Plagiatsuchmaschine, da haben wir auch mal, da habe ich zum Promoviert zu dem Thema, wie kann man Textwiederverwendung erkennen. Und in dem Zusammenhang stellt sich auch raus, dass Wikipedia sich selbst sehr stark wiederverwendet. Das heißt, Texte, die hier sind, werden Sie auf Mars verwandten Artikeln wiederfinden. Das ist ganz spannend. Also es ist kein Plagiat, aber es ist ganz spannend, dass Wikipedia wenig Redundanz hat. Weiteres Beispiel. Forschung, wo man nach ähnlichen Texten sucht, lesen Sie im Augenblick noch nicht den Titel, sondern wir suchen nach allen Papern, die sich irgendwie um dieses Thema drehen. Und da gibt es bei Google Scholar unter anderem auch die Related Articles. Den Related Articles Link, der hier unterstrichen ist, dass man, wenn man mal ein Paper hat, das einen interessiert, auch die Paper finden kann, die ähnliche Inhalte haben. Das ist gerade in der Forschung möchten wir nicht nur ein Ergebnis, das beste ein oder eins der besten Ergebnisse haben, sondern wir möchten gerne alles wissen zu einem Thema. Wir suchen, und das wäre das Fachwort, recall-orientiert. Wir wollen möglichst umfassend informiert werden. Und dafür brauchen wir Werkzeuge. Das Beispiel, das hier zu sehen ist, Query by Humming, ist jetzt ein Meta-Level da nochmal dazu. Natürlich kann man auch nach Musik suchen und wie oft hat man eine Melodie im Kopf, ohne zu wissen, wer der Urheber ist, aus welchem Song das stammt. Und hier gab es auch Forschung dazu, um durch Vorsummen die passende Musik zu finden. Und zu guter Letzt, das letzte Beispiel, was schreiben die Menschen häufig, wenn ich how-to, Fragezeichen, das Einzige, was schreiben die Menschen häufig anstelle des Fragezeichen zwischen how-to und this? Das kann ich bei Google versuchen. Es gibt bei Google tatsächlich einen Operator neben dem Phrasenoperator hier, Quotes, der auch Wildcards erlaubt. Sternchen. Super. Wussten Sie das? War früher ein Thema, weil die klassischen Suchmaschinen konnten das alle.
Google hat das natürlich übernommen, weil die klassischen Suchmaschinen konnten das ja, muss man auch anbieten, aber da die Leute das am Ende nicht benutzen, haben sie halt alles weggeschmissen. Beziehungsweise, es weiß einfach keiner mehr, ich glaube, das geht heute immer noch, aber es gab mal deutlich umfangreichere Suchsyntax, dass man sehr spezifisch verschiedene Arten von Wildcards, also Platzhalter eingeben konnte, die verschiedene Operanden ermöglichen, wonach man sucht. Hier finde ich tatsächlich auch, sehen Sie jetzt hier in den Highlights, Ausfüllungen, how to do this, how to answer this, how to use this, how to work from home, this, okay, Stern steht für mehr als ein Wort an dieser Stelle, how to answer this, man kann es nicht einschränken auf genau ein Wort. Man könnte jetzt damit loslaufen, aber Google interpretiert diese Anfrage ja, als hätte ich nach how to this gesucht, inhaltlich, nicht nach den häufigsten Wörtern, die da nicht stehen. Das heißt, ob das mir wirklich weiterhilft, wage ich mal zu bezweifeln. Da haben wir auch eine eigene Suchmaschine entwickelt, die in dem Zusammenhang hilft. Steht auch online, habe ich eben auch auf der Webseite gezeigt, ist auch verlinkt. NetSpeak heißt die. Und hier für kurze Phrasen aus dem Web haben wir indiziert und eine Wildcard-Suchsyntax darauf implementiert, um damit festzustellen, was man so alles schreiben kann anstelle des Fragezeichen bzw. anderer Wildcards, inklusive Häufigkeit in absoluten und relativen Zahlen. Das ist übrigens das, was auch ein Sprachmodell ist, in gewisser Hinsicht. Ein maskiertes Sprachmodell. Das ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung, die maskierten Sprachmodellen zugrunde liegt. Ganz grob statistischen Sprachmodellen. Nicht neuronalen Sprachmodellen, da sind es andere Arten von Pseudowahrscheinlichkeiten, die Parameter heißen, aber ist auf jeden Fall nah dran. Wir haben hier das Sprachmodell sozusagen durchsuchbar gemacht damals schon. Kann ich auch mal zeigen, nur zum Spaß. So, okay. So, wenn ich jetzt hier das Fragezeichen, das für genau ein Wort steht, dahinter schreibe, was würden Sie erwarten? Was würden Sie schreiben? Welches Wort kommt am häufigsten danach oder und ist unter den häufigsten? Ja. Ja, okay, gut. Andere Vorschläge? Ja, alles klar. In Deutschland auf jeden Fall. Ja. Gut. Okay, wollen wir es ausprobieren? Hupsi. Es ist vielleicht auch sehr deutsch, ich weiß es nicht, aber es ist vielleicht auch eher, vielleicht eher amerikanisch geprägt. Aber es sind auf jeden Fall auch diverse von den Vorschlägen dabei. Ist ganz witzig, sich das anzugucken. Das liegt daran, dass der Ausschnitt hier aus dem Web ist und gegebenenfalls einfach eine Menge von Dokumenten genommen wurde, die zwar 72.000 Mal das enthalten, aber dass das Web jetzt auch nicht repräsentativ ist für Kultur im Allgemeinen. Also das heißt, es kann sein, dass dass die meisten Menschen etwas anderes denken, als das, was häufig im Web steht, weil im Web stehen natürlich auch nur Dinge, von denen irgendjemand, eine viel kleinere Zahl von Personen glaubte, dass sie da reingeschrieben werden müssen. Ja? Das Web ist nicht repräsentativ für die Welt. So. Damit sind wir am Ende dieses Teils und ich hoffe nicht schon am Ende der Vorlesung, weil ich wollte noch ein bisschen weiterkommen. Ein paar Minuten haben wir noch? Was sollen wir da machen? Ja, 90 Minuten machen wir euch. Ein paar Minuten schauen wir noch. Gut, alles klar. Ja, wunderbar. Gut.